Hallo Leute und willkommen zurück zum Together Ape Escape. Im letzten Part waren wir hier in Spectreland im Schloss stehen geblieben bei diesem sehr nervigen Affen. Und den versuche ich, oder möchte ich doch jetzt gerne versuchen noch zu fangen. Ja. Denn ja, brauchen das Sika hierfür. Den Affen hier mal rauszulocken und eben nicht direkt wieder da rein kriechen zu lassen, denn sonst können wir den Affen nicht fangen. Das ist mehr nervig als ja. Sagen wir mal so, es ist äußerst nervig. Finally! So, haben wir dich auch, Scheißaffe. So, mal eben das Gadget wechseln. Einfach nur, um was zu gucken. Okay, da haben wir noch einen. Ein Art Teacher, okay. Ah, der ist da oben bei der Spectre Coin. Alles klar. Gut, muss ich gucken, wie ich hinkomme. Ah, der ist hier drin, genau. So. Muss ich, wie gesagt, nur gucken, wie ich hinkomme. Weil, wie schon gesagt, ich habe dieses Schloss nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Genauer gesagt, das grobe Layout kenne ich noch, aber mehr auch nicht. Will sagen, ja, könnte noch lustig werden hier im Schloss. Könnte noch sehr lustig werden. Ah ja, genau, hier war das. Na, bleibst du gefälligst oben? Birne müsste man auch so kaputt kriegen. Ja, sehr gut. Bekommt man auch so kaputt. Und ich darf die Augenpassagen nochmal machen. Juhu. Haben wir ja noch nicht so oft gesehen, ne? Ja, also, wie gesagt, es gibt hier manche Passagen im Spiel, die mag ich nicht so unbedingt. Und ich denke, man merkt, dass das hier eine von ist. Obwohl es ja soweit ganz gut klappt, bisher zumindest. So. So, hab ich dich. Bin ja auch froh, dass ich hier nicht gerade die aggressivsten Affen mit dem, Laserwerfer und mit dem Raketenwerfer und Co. hingepackt haben, sondern in Anführungsstrichen nur solche Affen, die Laser ballern. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, ein bisschen erträglicher. Wenn auch nicht gerade viel. So. Haben wir sonst noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, es dürfte für diesen Raum jetzt auch mit Affen gewesen sein. Ja. Das war es auch, denn ja. Unser Radar zeigt ganz klar, wir müssen nach draußen. Also tun wir es auch mal. So, hier wollen wir, wie gesagt, nicht mehr zurück, denn wir haben zum Glück jetzt draußen auch alles gesammelt. Sondern wir wollen jetzt hier oben weiter. Oh ja, diese Passage. Ja, dieses Extra-Leben hier ist nicht ohne Grund da. Denn
jetzt wird's lustig. Und bei lustig meine ich Jump'n'Run-lastig. Sehr Jump'n'Run-lastig. Und ich glaube, ich werde die Zwille brauchen. Yep, ich werde sowas von die Zwille brauchen. Ich habe nur gerade keine Ahnung mehr, wie man den hier besiegt. Ah, okay, also brauche ich diese Projektile dafür. Gut. Gut, kein Problem. Aber ich muss ihn kaputt kriegen. Damit er mich nicht nervt. Und von der Sorte gibt es hier noch ein paar mehr. So. Ihr dürft mich gerne wieder mit Projektilnachschub versorgen. Danke. Ja, Keks tun's auch. Und diesen netten Energy Chips. So, ich meine, hier drin ist auch eine Spectre Coin. Wenn ich mich recht erinnere. Heißt das? Wir haben aktuell ja 8 von 10 und uns fehlen noch 6 Affen. 5 eigentlich, denn einen können wir aktuell noch nicht finden. Weil uns dafür das liebe Gadget fehlt, welches wir erst nach dieser Stage hier bekommen. Ach, ich liebe es. Ja. Nächste miese Falle. Für sich bewegende Elektrozaun. Und der tut weh. Der tut sehr weh. Naja. Und ihr hört richtig, wir hören schon wieder den nächsten Affen. Mhm. Und der beschießt uns sogar schon. Von oben. Ganz tolle Wurst. So, erstmal hier rüber. Da oben ist der Affe. Aber aktuell kommen wir da noch nicht hin. Denn wir dürfen jetzt einen kleinen Balanceakt wagen. Mhm. Und schleichen ist, naja, gut möglich, wenn die Kamera passt. Sonst scheiße. Ja, und dass wir mit extra Leben zugeworfen werden, hat einen Grund. Ja. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich in diesem Level gestorben bin, als ich den das erste Mal gespielt habe. Ihr wollt es nicht wissen. Und für die es interessiert, zu oft. Viel zu oft. Ich wusste nicht mehr, dass man den um ein Schwert machen kann. Ah, macht Sinn. Dass man diese scheiß Roboter um ein Schwert besiegen kann. Verzieh dich. Und danke für das Projektil. So. Ja, da oben könnte ich zwar jetzt schon hin. Aber das mache ich nicht. Ich möchte den Raum normal weitergehen. Erstmal. Und natürlich immer nebenher gucken, ob nicht noch irgendwo was ist bezüglich Spectre Coins. 2 fehlen noch. Eine weiß ich, wo sie ist, nämlich außerhalb.
Bei der anderen weiß es aktuell nicht. So, dann ist der Affe. Hab ich dich. Wow, das ging erstaunlich einfach gerade. Das ging wirklich gerade erstaunlich einfach. Oh, nicht schon wieder so ein Roboter. Na gut, Leute. An dieser Stelle beende ich ja mal kurz den Part. Und, ja, wir sehen uns dann im nächsten. Ich weiß, kurzer Part diesmal, aber der nächste wird wieder länger. Bis dann. Ciao.